Hallo liebe YouTube-Menschen, endlich ist es soweit, ich habe mein heißgeliebtes OnePlus 3 wiederbekommen. Es war ja eine Reparatur, der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen und ich habe auch viele Fragen gekriegt. Hast du es denn jetzt schon wieder, wurde es repariert, was ist denn mit dem Telefon? Und darauf will ich heute mal ein bisschen eingehen. Ich habe das Teil ja nach Nürnberg zur Reparatur geschickt, worüber ich ganz froh bin, denn das war so ein bisschen meine größte Sorge, als ich das Gerät gekauft habe. Was ist denn, wenn es kaputt geht? Muss das dann nach Fernost geschickt werden? Dauert das dann wieder Monate, bis du es wieder hast? Und dann ist mittlerweile schon das OnePlus 4 raus und das Teil hier veraltet. Aber nein, ganz so schlimm war es nicht. Ich bin zufriedener mit der ganzen Sache, wie das abgelaufen ist. Und wie das abgelaufen ist und wie lange es gedauert hat, das möchte ich euch heute mal erzählen. Ihr seht das schon hier hinter mir. Das ist der Karton, in dem das Gerät wieder zurückgeschickt wurde. Ich zeige euch nochmal hier an der Seite, wie ich es ausgepackt habe. Ich habe es gut verpackt hingeschickt und habe es auch sehr gut verpackt wieder zurückbekommen. Da kann man nichts sagen. Das ganze Ding ist schön mit Schaumstoff ausgepolstert und ist sicher wieder bei mir angekommen. Es wurde nicht ausgetauscht, die haben es repariert. Das ist das gleiche Gerät, was ich hingeschickt habe. Das sehe ich hier dran. Hier ist so ein ganz kleines, ein ganz kleiner Mini-Mini-Ditcher. Den habe ich wiedererkannt. Aber man sieht jetzt nicht, dass es irgendwie geöffnet wurde oder dass irgendwo Gewalt angewendet wurde. Das Ding ist genauso gut wiedergekommen, wie ich es hingeschickt hatte, bloß mit dem Unterschied, dass das kleine Stück, was aus dem Homebutton gebrochen war, jetzt wieder heile ist. Und die hätten es mir jetzt auch nicht ersetzen brauchen. Ich bin ja froh, wenn wir nicht so viel Elektroschrott produzieren. Und ich habe das Ding ja erst seit Juni und da ich meine Geräte immer gut pflege, ist da das Neue noch nicht von ab. Ja, jetzt erstmal zu dem Ablauf. Wie ist das Ganze abgelaufen? Ich habe das Ding am, da habe ich mir einen kleinen Spickzettel gemacht, am 22. September losgeschickt. Das war ein Donnerstag. Den zählen wir jetzt mal nicht mit. Auf dem Lieferschein war noch so ein Zettel dabei, da stand, wann ich es abgeschickt habe, wann es angekommen ist, wann sie es repariert haben und wann sie es wieder zurückgeschickt haben. Also am 22. Donnerstag habe ich es losgeschickt und die Reparaturannahme bei Avato, das war am 26. Da ist es dann in Nürnberg angekommen. 22., 23., 24., 25., 26., da war noch ein Wochenende dazwischen. Finde ich, das passt, das ist ziemlich cool. Dann war ja noch ein Feiertag dazwischen, Tag der Deutschen Einheit, der war ja auch noch. Die haben es repariert, also am 26. ist es angekommen und am 4. Oktober haben sie es fertig gehabt und am 4. Oktober haben sie es auch wieder zurück zu mir geschickt. Und am 6. Oktober ist es bei mir angekommen. 4., 5., 6., das ging dann auch wieder relativ fix und die Reparatur vom 26. bis zum 4. finde ich jetzt auch zeitlich ist okay. Das sind jetzt insgesamt vom Tag des Abschickens bis zu dem Tag, an dem ich es wiederbekommen habe, 14 Tage. Und da muss man natürlich noch den Feiertag abziehen und die Wochenenden. Und wenn wir das alles abziehen, haben wir 9 Werktage, die das gedauert hat, die Reparatur gebraucht hat. Und ich finde jetzt, dass das nicht super lang ist. Es ist jetzt auch nicht mega schnell, dass ich es nach 2 Tagen wieder hatte. Aber die Leute beim Support von OnePlus, den habe ich in dem Support-Ticket, was ich eröffnet hatte, geschrieben. Und die waren sehr, sehr freundlich. Die haben gesagt, dass es alles läuft jetzt alles. Wir melden uns bei dir, wenn das Gerät angekommen ist und repariert wurde. Wenn ich Fragen habe, kann ich mich gerne melden. Ich habe dann jetzt einfach erstmal abgewartet, um zu gucken, was passiert, ob es repariert wird oder ob die vielleicht meckern und sagen, ne, du bist aber selber schuld, dass da was rausgebrochen ist. Das kannst du auch selber bezahlen, was ja nicht der Fall war. Also ich habe es nicht irgendwie runterfallen lassen oder so, aber die haben das ohne Anstand repariert und jetzt habe ich es wieder. Und ich habe nicht nur das Gerät wiederbekommen, sondern was ich sehr nett finde, als kleines Goodie, habe ich hier noch so ein kleines transparentes Hardcase wiederbekommen. Das finde ich sehr nett. Da steht noch so ganz leicht drauf, muss ich mal ins Licht halten, Exclusive Gift. Also kann man so ganz, ganz leicht lesen. Und ich finde, das ist eine ganz nette Sache, wenn man das reinpackt. Das sitzt wunderbar, schützt mein Handy. Und jetzt habe ich noch eine zweite Hülle. Wenn ich mal schick ausgehe, kann ich hier die schöne, schicke neue Hülle drum machen. Und wenn man bedenkt, dass dieses Case auf der OnePlus-Seite ja auch 19 Euro kostet, dann ist das echt eine nice Sache. Natürlich funktioniert das Gerät auch wieder wunderbar. Ich kann das ja mal hier kurz reinhalten, zack. Entsperrt, hier den Zeigefinger habe ich auch eingerichtet. Zur Sicherheit habe ich die, falls ich die Hand verliere, auch mal die andere Seite. Und verrenke ich mich nochmal den Daumen auch. Also funktionieren tut das Gerät einwandfrei. Eingerichtet habe ich schon. Ich freue mich, dass ich es wieder habe. Natürlich würde mich ja mal interessieren, ob ihr schon mal irgendwie einen Reparaturfall hattet mit einem anderen Hersteller. Ob es nun hochgelobte Apple sei oder auch Samsung oder Sony oder sonst wer. Wie war das bei euch? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Das würde mich mal mega interessieren, ob diese 14 Tage jetzt so der Standard sind, ob das lange gedauert hat oder ob das schnell ging. Ja, das würde mich echt interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, natürlich gehört dazu,
lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Teil meiner Community werden wollt, worüber ich mich sehr freuen würde, dann abonniert mich. Denn ich habe mir das hier schon zurechtgelegt. Im nächsten Video kann ich endlich das heißgeliebte D-Brand Skin, was jetzt schon so lange bei mir rumliegt, auf mein Handy aufkleben. Da freue ich mich jetzt auch drauf, ob das funktioniert und ob ich das hinkriege oder ob ich mir ein neues D-Brand Skin bestellen soll, weil ich es vermurkst habe. Was ich wahrscheinlich nicht machen würde, dann würde ich es eher sein lassen. Denn wenn ich es beim ersten Mal vermurkse, kriege ich es beim zweiten Mal wahrscheinlich auch nicht hin. Also, ich freue mich über eure Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ich das D-Brand Skin anbringe.